Ja, wenn man einen Ingenieur fragt, ob das Studium anspruchsvoll ist, muss er natürlich immer ja sein. Hätte ich mich für Architektur entschieden, weiß ich nicht, ob ich mich bei meiner Bauingenieurfamilie hätte blicken lassen können. Im Lego natürlich komplett cool, alles, man kann so viel machen damit. Ich war tatsächlich eher der Playmobil-Mensch. Ich glaube, ich habe selber keinen Lieblingskram. Ich kenne aber doch die eine oder andere Person, die sehr in Kräne verliebt ist. Wenn ich eine Baustelle sehe, gucke ich sie mir, seitdem ich Bauingenieurwesen studiere, auch gerne mal den Kran an. Ja, ich bin Johannes und studiere hier an der TU Dresden Bauingenieurwesen in der Vertiefung konstruktiver Ingenieurbau. Ich bin Lise, ich studiere Bauingenieurwesen im vierten Semester. Ich bin Lukas und ich studiere im vierten Semester Bauingenieurwesen an der TU Dresden. Ich bin Juliane Wentig und ich studiere im vierten Semester Bauingenieurwesen und habe vor, Baubetrieb zu vertiefen. Ich heiße Kaya Liesegang und ich studiere im sechsten Semester Bauingenieurwesen mit der Vertiefungsrichtung konstruktiver Ingenieurbau. Mein Name ist Franz. Ich studiere gerade Bauingenieurwesen im achten Semester und ich vertiefe Stadtbauwesen und Verkehr. Warum hast du dich für Bauingenieurwesen entschieden? Was reizt dich daran? Ich fand Bauen schon als Kind sehr, sehr cool und ich wollte gerne was machen, was ein bisschen mit Mathe und Physik zu tun hat. Die Baustellen, die fand ich immer schon so ein bisschen interessant, habe mir die immer sehr gerne angeguckt. Ich habe immer gern gebaut, geguckt, wie Dinge auch am Gebäuden funktionieren. Auch, dass man als Bauingenieur was schafft, was man tagtäglich sehen kann. Also wenn man jetzt irgendwie über die Brücke fährt, die man konstruiert hat. Also das finde ich was total Greifbares. Es ist einfach, meine Mutter hat das studiert, mein Vater hat studiert, meine Großmutter hat studiert und da weiß man wenigstens, was auf einen zukommt. Mein Vater ist auch Bauingenieur und der hat dann davon erzählt, weil ich rumgeheult habe, ich würde gerne angewandte Naturwissenschaften studieren. Und dann meinte er dann so, Ingenieurwesen. Und dann habe ich es ausprobiert. Aber für Architektur hat es nicht gereicht? Ja, das ist ja so das Klischee, dass man Bauingenieurwesen macht, wenn man nicht so gut zeichnen und malen kann und so. Aber mich hat das Entwerfen an sich nicht ganz so gereizt. Mich hat die Statik und die Tragwerksplanung dahinter mehr gereizt. Ich habe mich auch für Architektur beworben, da bin ich ehrlich, wurde auch nicht genommen. Aber ich muss gestehen, mit Bauingenieurwesen bin ich so glücklich, weil man halt viel mehr merkt, wie Gebäude funktionieren oder welche Aufgaben in gewissen Teilen sind. Ich sage immer, die Architekten machen mir einfach nur das Leben schwer und haben auch immer meinen Eltern das Leben schwer gemacht. Ich glaube, hätte ich mich für Architektur entschieden, weiß ich nicht, ob ich mich bei meiner Bauingenieurfamilie hätte blicken lassen können. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Architektur und Bauingenieurwesen? Also Architekten machen mehr den Entwurf, den künstlerischen Teil und das Design eines Gebäudes. Die machen sich auch mehr Gedanken darüber, wie passt das für den Bewohner des Hauses oder wie passen gewisse Wege oder Fensterkombinationen und so weiter zusammen. Und wir als Bauingenieure sind sowas wie die Realisierer. Also wir checken dann halt, hält das auch, kann man das so machen, ist es dauerhaft. Also wir sind mehr für die technische Seite da und die Architekten vielleicht mehr für die gestalterische Seite. Ist euer Studium eigentlich sehr anspruchsvoll? Unser Studium ist arbeitsintensiv. Ja, wenn man einen Ingenieur fragt, ob das Studium anspruchsvoll ist, muss er natürlich immer ja sein. Es gibt natürlich den ein oder anderen Aspekt, wo man sagt, okay, gut, da wird es ausgesiebt. Also wir haben sehr viel Mathe und Mechanik am Anfang des Studiums. Das sind so in Anführungszeichen Rausschmeißerfächer. Es ist vor allen Dingen im Grundstudium sehr viel Fleißarbeit, weil einfach wahnsinnig viel Rechenarbeit auf einen zukommt. Ich muss jetzt irgendwie alle 2 Wochen Belege abgeben. Das wird, glaube ich, ziemlich stressig. Aber an sich, mit sehr viel Hinterklemmen kann man das natürlich schaffen. Also es ist nicht, dass dieser Studiengang unmöglich ist. Und man hat auch die Kommilitonen dafür, dass man das schafft. Studierst du Bauingenieurwesen eigentlich nur wegen des Bauballs und der Bierstaffel? Nein, natürlich nicht. Es ist ja auch ein schöner Teil des Studiums, dass man auch mit seinen Kommilitonen feiert. Und ja, es stimmt doch, dass wir sehr viel Bier trinken. Ich trinke tatsächlich gar keinen Alkohol, aber Tanzen macht schon Spaß. Bauingenieurwesen studieren hier in Dresden ist so viel mehr als nur das Studium. Wir haben ganz viele Veranstaltungen vom Fachschaftsrat, von den Freunden des Bauingenieurwesens, was ein Verein bei uns an der Fakultät ist, sodass man auch über den Tellerrand hinaus gucken kann. Bist du eigentlich gut im Jenga-Spielen? Im kleinen Jenga ja, beim riesen Jenga scheitere ich irgendwann mit 1,50 Körpergröße. Wir machen das immer in der ESE, haben wir eine Aufgabe. Das ist ein riesiger Jenga-Turm, also der ist wirklich circa so hoch, aber dafür sind auch die Holzklötzchen so groß. Beim Jenga stürzt der Turm meistens am Ende ein. Das ist ja was wir eigentlich nicht wollen.
eigentlich ist ja der Ausgangszustand vom Jenga eigentlich der schönste. Da ist nämlich alles noch ganz ordentlich und das steht alles stabil. Habt ihr eigentlich alle einen Lieblingskran? Nee, ich habe tatsächlich keinen. Okay, diese Frage habe ich mir persönlich noch nie gestellt. Also ich glaube, ich habe selber keinen Lieblingskran. Ich kenne aber doch die eine oder andere Person, die sehr in Kräne verliebt ist. Meistens ist es der, den ich als erstes sehe, wenn ich so unterwegs bin. Dann freue ich mich immer über den Kran. Wenn er zu lange steht in meinem Sichtfeld, dann nervt er mich manchmal. Ich habe keinen Lieblingskran persönlich, aber wenn ich eine Baustelle sehe, gucke ich sie mir, seitdem ich Bauingenieurwesen studiere, auch gerne mal den Kran an. Hat deine Leidenschaft fürs Bauen mit Lego angefangen? Ja, ich habe immer recht häufig die Legos von meinem Bruder ausgeliehen, weil ich habe nur so Lego Friends bekommen und wer Lego Friends kennt, das ist Quatsch, damit kann man nicht bauen. Ich habe auch diese Lego Technik Bausätze sehr geliebt, aber wir hatten auch anderes, so Playmobil und so, also man ist da nicht so beschränkt. Ich war tatsächlich eher der Playmobil-Mensch. Mit Lego an sich nicht, aber so mit Bauklötzen, das kam dann alles so nach und nach. Was kann man eigentlich später mit dem Studium ganz konkret machen? Oder was willst du gerne damit machen? Es ist auch wieder sehr Klischee, aber dadurch, dass meine Mutter und meine Großmutter studiert haben, meine Oma hat eine Firma gegründet, die dann meine Mutter übernommen hat. Und wahrscheinlich werde ich das Gleiche nehmen, weil irgendwie ist dritte Generation weiblich in einer männerdominierten Branche echt cool. Also man kann mit dem Studium am Ende halt Tragwerksplaner werden, Bauleiter, Projektleiter. Man kann Grundsatzplanungen mitmachen, dass man mit den Architekten schon zusammenarbeitet. Man kann aber auch in Bauämter gehen oder in Denkmalschutz in die Richtung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch die Forschung und das finde ich hier an der TU Dresden schon sehr reizvoll. Was ich vielleicht auch gerne machen möchte, in die Forschung erstmal mitgehen und neue Varianten, neue Methoden, neue Baustoffe entwickeln. Ich spezialisiere mich so ein bisschen Richtung Eisenbahnbau. Man kann zum Beispiel das Ganze planen, ja, man überlegt sich, wie so ein Bahnhof aussehen muss, wie das alles auf so einem Bahnhof angeordnet sein muss. Da ist ja der Bahnsteig, da sind die Gleise, da sind die Signale, aber auch in welcher Reihenfolge muss man das bauen? Man will ja meistens so einen Bahnhof umbauen und währenddessen sollen ja trotzdem die Züge dort weiterfahren können. Und das ist dann so ein bisschen die Herausforderung. Ich will eigentlich ganz gern Brückenstatiker werden, aber das entscheide ich dann nach dem Diplom. Und das war die Sitzgelegenheit mit Studierenden des Bauingenieurwesens. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ein Like und lasst vielleicht sogar ein Abo da. Wenn ihr jetzt noch mehr Folgen der Sitzgelegenheit sehen wollt, dann findet ihr oben hier die letzte Folge mit MathematikerInnen der TU Dresden und darunter findet ihr noch ein weiteres Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.